Komm, lass uns baden gehen. Ich finde es sowieso super, weil die Flüsse sind, glaube ich, wie Straßen in der Wüste. Weißt du, was ich meine? Dass sie auch immer zu den Städten hinführen. Weil es gibt ja in den Wüsten bekanntlich keine langen Straßen. Es gibt nur so, keine Ahnung was. Ja. Was weiß ich was. Aber es könnte doch schon stimmen. Ich glaube, das ist ein Nomad, da sollte man nicht lang. Ja, ich bin gerade auch schon wieder rausgekommen aus dem Wasser. Ah, bitte, seh mich nicht. Mach mal einen Bogen um den Stein herum, würde ich sagen. Damit du... anderen Stein, also anderen Bogen, egal. Er hat dich nicht gesehen, was? Insofern. Nee, weil der so nah war, sozusagen. So ein Nahwal, weißt du schon. Ach so, okay, ja. Ja, ja. Da wieder Kamele. Ah, das ist die Stadt! Ah, das ist die Stadt! Oh, oh. Ja, die Kamele sind böse. Da ist ein Kaktus! Rein. Hier, meiner! Meiner! Ich wünschte, es gäbe so einen Speedbuff oder irgendwie sowas. Ja. Das wäre schön. Gibt's ja. Gibt's nicht. Ja, es gibt derzeit, der Ranger hat sowas in der Richtung. Ah, es gab nur einen da. Nee. Wo ist denn die Stadt? Irgendwas. Na, geradezu, wenn wir jetzt hier weiterlatschen. Ich sehe sie aber nicht. Ja, auf der Karte sieht man sie jetzt halt. Sehr nah. Achso. Gleich müsste sie aufblocken. Ja, da sieht man schon die ersten Gebäude so. Ja. Wir sehen sie gleich. Oh ja, ich sehe sie. Und da ist ein Kaktus. Ja, mein Herr. Da ist noch ein Kaktus. Na gut. Wir können beide, ja, okay, wir teilen uns die Kaktus. Sehr auf. Kaktusse auf. Also du meinst, du versuchst den da hinten zu looten, bevor ich den hier fertig habe und dann auch schnell meinen abzugrabbeln. Das meinst du mit aufteilen. Das ist ein Wizard. Oh, und du bist sicher gleich tot. Ja, du bist sowas von tot. Nee, ich hab ihn geschafft. Ich bin disconnected. Nee, doch nicht. Okay, ich ja, hab du ihn hast geschafft, ne? Gerade so geschafft. Aber der war alleine, oder? Ja. Heißt, er hatte sich schon vorher irgendwo geprügelt mit irgendwas. Ja. Okay. Ich hab ihn jedenfalls gestunt, wenn ich... Ich stun immer die Enemies, wenn ich ziemlich low on health bin, ja? Also hier nur Englisch reden im Endeffekt. Genau, genau. Dann kriegst du es beinahe hin. Sag mal... Ja. Ach, da vorne sitzt die ersten Gebäude! Ahaha! Hui! Oh mein Gott, die sieht geil aus, die Stadt. Freu mich. Und da ist Xebo, der Goblin. Ich stell mir mal gerne vor, dass es wirklich Leute sind, aber nein. Ja, ich habe was gekriegt davon. Ich habe davon einen gekriegt, glaube ich, zumindest. Nee. Ja, du kriegst, hast einen gekriegt, ja. Oder es war, nein, du hast keinen davon gekriegt. Ja, ich glaube auch, ja. Vor dem Faktus, oder? Nee, doch, du hast was davon gekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ach nee, doch nicht. Na. Ja, du hast. Nein, doch nicht. Na. So. Guten Tag. Das ist kein Inn, das ist nichts. Ich wollte nur gerade mal gucken, wer da ist. Das hier ist ein Inn. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist dahinter doch. Irgendwo. Ich zoome mal näher ran. Achso, das Ding meinst du. Ah, super. Okay, dann gucken wir direkt mal im Shop und so. Ich auch. Ich will ein Großschwert. Endlich ein Großschwert. Ich möchte Glas. Weil ich komme mit dem Warrior echt nur zurecht mit einem Großschwert irgendwie. Keine Ahnung wieso, ist aber so. Weil mit dem Großschwert kann ich sowohl blocken als auch Dingensen angreifen. Und zwar richtig hart mit schön viel Damage und so. Bitte hab ein Großschwert für mich. Da rein. Jetzt öffne nur um Sachen zu verkaufen. Gut, ich hab nichts zu verkaufen, weil du mir immer alles weglootest. Ich hab was für einen Ranger. Hier steht Common Wood Stuff, ich brauch plus 10 Sachen. Da ist Plain, nein, der hat nichts für mich. Dafür verkaufe ich die Mage Sachen, den Warrior Sachen. Nein! Ich bin Warrior. Ja, aber das war der zu schlechte für dich. Achso. Ich habe 5 Silber jetzt. Wow, ich habe 1 Silber. Du bist so eine Looter-Schlampe. Was bedeutet 2 lila Sterne? Dass es sehr selten ist. Das ist sehr, sehr selten ist. Das ist Rarität 4, das ist fast vorliegend. Also es ist die Stufe vorlegendär. Okay, das ist nämlich mein Ruby Nugget. Ja, das weiß ich. Das ist... du brauchst es auch. Wenn du Lila-Sachen herstellen willst, brauchst du ein Ruby Nugget. Für grüne Sachen brauchst du Emeralds und für andere Sachen... Ah, Battered Iron Boots! Ja, ich habe eine Formula für mich gefunden, was gut ist. Ansonsten gar nichts. Bubblegum haben die hier. So, kauf dir mal ein paar Dingensens noch. Glasflasks. Ich habe mir ein paar Glasflasks, ja. Und Bubblegum. Kauf dir auf jeden Fall Bubblegum, weil das brauchst du für Collies. Glaube ich zumindest. Okay. Ah. So, okay. Used Iron Dagger. Okay. Ich hoffe, ich kann mir ein Großschwert basteln.
Ich weiß gar nicht, ob ich ein Formular dafür mal irgendwann eingelöst habe. Keine Ahnung. Ich kaufe mir noch mehr Glasflasks. Ja, ich habe auch 50 voll schon. Weil die hier auch wirklich was bringen jetzt endlich mal. Auch ohne Wasser. Ich kann nur 50 tragen, ja. Genau, du kannst 50 tragen. Ich will erstmal Iron Cubes basteln. So. Ich gehe zu dem. Das ist echt praktisch, ja, dass man auch mal mehr bekommt. Scheiße. Ich krieg die ganze Zeit mehr Iron Cubes. Ich habe jetzt aus 20 Iron Cubes effektiv wahrscheinlich 40 gekriegt. Naja, nicht wirklich. So, jetzt aber dafür gar nichts mehr. Naja, gut. Okay, wahrscheinlich habe ich 30. Dann gehe ich mal auch zum Schmied. Jo. Ist empfehlenswert, ist sehr empfehlenswert. Vor allem deswegen, weil wir uns wirklich jetzt, glaube ich, bessere Sachen machen können. Wesentlich bessere. Ah ja, Atlas Iron Gloves. Flawless Iron Chest Armor. Wie viel braucht man dafür? 20, willst du mich verarschen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, wow. 18 aus 10. Ich habe noch keine Rüstung, kein Wunder, dass ich die ganze Zeit sterbe. Na dann. 2 Silber aus 2 Silbercubes. Chest. Ah, ich habe eine Chestplate. Und was mache ich jetzt? Iron Boots oder Iron 8,3, 8,6, 0,6 Armor, 0,6 Armor, 0,5 Resi, 0,2 Tempo, 0,6 Crit. Ich glaube, ich mache mir die Artless Iron Gloves. So, weil Feet habe ich auch schon. So. Yay! Ich habe endlich ein Armor Rating von 82%. Wow, krass. So, brauchst du noch Iron Cubes? Ich habe noch 3, falls du irgendwas machen willst, wofür du noch ein paar brauchst. Ich habe hier... Ja, Customization lohnt sich bei uns nicht, weil wir machen uns sowieso gleich neue Waffen. Und dann... Ich habe keine. Ich habe eine Sache angebracht. Jetzt ist meins total, ja... Dein Spirit? Anders. Dein Spirit? Nein, ich habe kein Spirit. Achso, nee, du hast vorne diese Ecke weit gemacht, oder was? Ja. Genau. Weil ich dachte schon, genau. So, wir könnten uns hier vorne theoretisch Foot Cubes basteln und die dann verkaufen, was weil... Was ich mache? Die bringen mehr Geld sozusagen als Cubes. Was vollkommen dämlich ist eigentlich, wenn man mehr bekommt für weniger, in Anführungsstrichen. Naja. So, okay. Wo geht's hin? Ach ja, wir könnten theoretisch, was wir noch machen, Iron... Ich mach mir Potion plus 10. Wir könnten, glaube ich, theoretisch noch Iron Rings... Nee, kann man nicht... Ach so, nee, die Dinger für Mage kann man verbessern damit. Ah. Ja, ich mach mir Cactus Potion plus 10. Cactus und zwar 10. 27. Ja, ja, habe ich auch. Aber nicht so viele, weil... Dann muss ich mir noch mehr Glasflas holen. Ja, gut. Bei mir bringt es jetzt nicht, weil ich hätte dann... Ja, 6 Glasflas könnte ich mir noch holen. Aber was soll's. Ganz ehrlich. Das bringt's nicht wirklich. Ich brauche Amulets. Amulets. Ich habe keins. Ich hab gar nichts. Okay. Mal gucken, wo war nochmal der Itemladen? Ach ja, ich muss zur komischen Lupe. Wo bist du, Lupe? Da bist du, Lupe. Zum Identifier? Was willst du mal im Identifier? Hast du schon irgendwas zu identifizieren gekriegt? Ja. Wow. Ich glaub schon. Krass. Oder? Plain okay. Iron Shoulder. Plus 1. Habe ich hier noch was? Ja, plus da. 5? Unwieldy Iron Boots. Battle Taste and Cotton Chest Armor habe ich gekriegt davon. Wow. Das ist krass. Cotton ist für dich gut, insofern beschwer dich nicht. Und das ist ein Stern, ne? Rarität. Au. Geil. Das ist schön. Wenn ich meine Chest Armor, die relativ sogar gut ist. So, ich habe mir jetzt erstmal nur Schultern gekauft, deswegen war ganz ehrlich, was soll's. Sag mal... War ziemlich kommst gut. Du mal kurz? Ich hab hier, hab ich wirklich bei dir auch, du siehst komisch aus jetzt. Du siehst lustig ja, aus. Weiß. Das sieht aus wie so ein Kimono. Sag mal, habe ich so einen kleinen grünen Stern auf meiner Brust? Also, Viereck. Nein, du hast ein Viereck, ja. Ja, genau. Okay. Gut, schön. Lustig, wusste ich gar nicht, dass es so gibt. Sag mal, weiter durch die Wüste? Oder zur gleich Mission? Nehme ich mir. Da drüben ist eine Mission, wenn wir das mal gucken. Okay, wir sind nicht weit gereist. Okay.
Ja, sind wir, ich weiß, dass wir noch nicht weit gereist sind. Das auf jeden Fall nicht so viel. Wir müssen auf jeden Fall zu der Mission da vorne erstmal. Einfach aus Interesse. Ja, da gehen wir auch hin. Und ich gucke gerade nochmal, ob es den Collie gibt, weil die Collies sind sehr gut. Und in Wüsten sind die relativ häufig, teilweise zumindest. Ja, wirklich? Collie, ja, und die Bubblegums sind für Collies da. Achso. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wieso die in Wüsten jetzt besonders häufig sind, aber... Auf jeden Fall habe ich jetzt 27 Tränke, die ich während ich laufe benutzen kann, was ziemlich geil ist. Wo läufst du denn da lang? Ich guck nur, ob hier ein Collie ist irgendwo. Also wirklich. Wir müssen schnell zur Daily Quest aufbrechen, hoffentlich ist sie nicht zu schwer. Ja, weil sie ja auch so unglaublich weit entfernt ist und so. Ist eigentlich echt super, dass sie jetzt noch total nah sind, die Dinger. So. Pumpkins! Yay! Ja. Pumpkins. Oh. Davon sind, freundliche Gnotte. Ach Manu, wie sind die alle freundlich? Ich hatte... Wie viel Erfahrung hast du jetzt? 86. Wow. Krass, so viel. Ich hab 97. Hoffentlich ist es so ein Ding mit ganz vielen Lizardmen oder irgendwie sowas. Wo man dann, ordentlich Waffen kriegt. Weiß schon. Weil... Nicht schlafen! Was? Du kannst nicht schlafen, wenn du, deine Waffe ausgerüstet hast. Du musst vorher rollen. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Das reicht, ich meine neuen KP brauche ich schon nicht. Ja, ja. Die vorher, die konntest du auch gut gebrauchen. Außerdem will ich nicht, dass die Zeit so schnell vorantreibt, bevor wir die Daily Quest... Ja, da ist 8:31 noch, es geht auch noch. Bitte lass mir den Kaktus dieses Mal, ich hatte mir irgendwie 6 Kaktustränke oder so. Ach man, nur. Ja, aber ich habe eh schon 27 Moskito ausbrechen. Ja, aber das ist ein Grund, dass du jetzt noch mehr brauchst. Dass du eh schon 27 hast. Nein, dann habe ich nämlich meine Kaktustränke und ich gebe dir alle Bringt aber nichts, deswegen werde ich keine Wasserflaschen mitnehmen, weil ich möchte nämlich auch Kaktustränke benutzen. Ich habe 6 Wasserflaschen mit. Knolle. Ja, wow, toll. Damit kommt man ja richtig weit. Geh mal auf den Mage, weil... Ich krieg dir das nicht down. Ah! Der greift nur mich an, komm her. Ich kann nicht, deswegen, weil mich der andere angreift. Und ich kein Leben hatte. So, den Mage habe ich gestunt. Du kannst jetzt erstmal mit drauf gehen. Yay! Au! Ah! Lass mich! Ah, nein! Darn it! Yes! Ich bin gestorben. Ich wollte gerade was trinken. Gut? Ja, ich wollte gerade was trinken. Dafür habe ich einen Kaktus und es ist meiner, ganz alleine. Na toll, da kommst du schon wieder angeeiert. Du scheiß Kanickel. Du Unnützes. Also die Kaktustränke sind nicht so geil. Doch, die sind richtig gut dafür, dass sie richtig billig sind und relativ viel heilen. Ich meine, die heilen... Die heilen aber nur 4 pro Dings. Ja, die heilen langsamer, aber die heilen halt mehr insgesamt. Ja, ich weiß, ich weiß. Also ich habe schon mal die Quest angekündigt. Oh, super, es ist eine Gnobold-Areale. Weiß schon, Areales, Gnoboldes. Oder? Ich weiß nicht, ist es nur eine Adventurer-Truppe? Oh, Bat! Du Scheißbett. Ich brauche unbedingt von denen meine neue Waffe. Wenn die irgendwas droppen, sag mir bitte sofort Bescheid, weil ich krieg ansonsten Pickel. Oh, Iron Deposit. Oh ja. Okay. Alles klar. Ach! Ach, Dwarfs gibt's hier. Ach, das ist so ein Dwarf-Areal. Boah, wie ich einfach mit 100 Schaden dem noch nicht mal ein Drittel seines Lebens abziehe, teilweise. Ist einfach so unnormal. Och, nö. Ich bin tot. Oh. Wo bist denn du? Ich bin am Kämpfen. Mann, oh. So. Och, nö. Wieso kommt da direkt der Nächste? Nein. Och, noch ein Biter. Willst du mich verarschen? Kommst du zu mir? Siehst du mich auf der Karte rumeiern? Ah! Siehst du mich auf der Karte? 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 Ich habe selber gerade meine Probleme. Okay, gut. Dann will ich dich nicht länger stören und sterbe einfach in Frieden. So, jetzt kann ich zu dir kommen. Oh, verdammt! Ich mache dem gar keinen Schaden, dem scheiß Biter. Doch einen. 0,9. Ah, okay. Wow. Da ging mein Kanickel. Ja, heiß. Ich bin tot.
Und ich bin irgendwo im Arsch wieder gespawnt. Ah, so ein Mist, verdammter. Oh ja, du bist immer weiter weggespawnt. Bist du auch respawned? Warte. Nein! Ich habe gerade kurz ein Häppchen gehabt, weil ich kurz rausgeflogen bin. Wo bist du? Soll ich auf der Karte auf jeden Fall habe ich so weit geschafft, dass zwei Pulpen getötet habe. So, wir sollten zusammen gehen. Ah! Natürlich renne ich sofort wieder rein. Ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt 113 XP. Wow, ich habe 98 immer noch. Ich will deine Waffen haben. Lass mich wenigstens Schwein killen. Nein. Ja, ich habe das Schwein gekillt. Okay, mein Leben hat sich schon gerechtfertigt. Nein. Ah. Idioten. Kommt her. Ja, klaro. Diese blöden Disconnects und Lags und was weiß ich was. Na, lebst du noch? Oder bist du schon wieder tot? Ja. Okay, ich krieg den. Ja, ich hab den Draft gekriegt. So. Ich hab den Draft gekriegt. Ich leg mich immer mit ganzen Herden von Dwarfs an, ne? Ja, ich auch. Aber ich bin trotzdem zu schlecht. Ach, verdammt. Oh Mann, ich sterb immer wieder. Meine Fähigkeit, dass ich kritte, ist so geil. Ja. Das stimmt, ich finde die auch super. Sag mal, komm über den Berg rüber, dann können wir uns auch mal wieder treffen. Och, nächster Dwarf. Oh, dieser Dwarf hier hat ein großes Schwert. Das ist die Iron Maze für dich. Ja gut, kann ich nicht unbedingt gebrauchen, weil die Mazes sind extrem lahm und die können nicht blocken. Und ich will ja gerade blocken. Da fuck, was war das für ein Schaden? Ich hab geblockt sogar. Leck mich. Yeah. Juhu, und er hat natürlich nicht sein schönes Großschwert gedroppt. Na toll. Aber dafür habe ich hier ein Formula gesehen. Ja, das ist die Leinen-Chest-Armor, super. Und Boots. So, wo bist du? Wo bist du? Lass uns mal wieder treffen irgendwie, dass wir nicht sofort alles angreifen, sondern dass wir irgendwie uns mal treffen. Ich bin genau beim Canyon, also beim Landra Canyon. Wow, super. Auf dem Weg. Ich sehe dich auf der Karte, Ja, ich weiß, aber lass uns zusammenkommen, deswegen, weil ich habe hier so viele Gegner, dass du mir auch ein bisschen entgegenkommst. Oh. Wieso ist hier... Alter, was macht dieser Robling? Wieso ist hier das Licht eines Ohrs und hier ist kein Ohr? Boah, das mit dem Lag macht's echt schwer. Weil ich nicht sehe, wann nicht der Gegner angreift und ich kann dementsprechend auch nicht angreifen selber und ausweichen. Ach, so ein Mist. Oh yeah, ich hab's geschafft. Ich hab gerade auch den epischen Kampf gegen eine Bat geschafft. Wirklich? Ja, ich hab einfach so eine schlechte Rüstung und naja, so eine schlechte Rüstung ist gut, die habe ich gerade erst geupgradet. Aber meine Waffe ist so mies und ich mache so wenig Schaden dadurch. Ich mache 0,2 Schaden ungefähr. Aber auf meinem Weg sind immer die scheiß Monster, also die Dwarfs. Ach! Hier kämpft gerade ein Mole gegen eine Hexe. Lass ihn mit angreifen. Oh ja. Ja, ich habe ein XP gekriegt. Yeah. Ah. Ja. Ja. Hallo Hexe. I love nature. Danke. So. Die besten an. Ja. Ich bin kurz vorm Level Up. Yay. Wo bist du? Rennst du hin? Da vorne ist ein Mole. Die Hexe kann uns helfen. Na, komm. Warum gehst du wieder zurück? Wir müssen zusammen. Weil hier ein Maul ist, wo die Hexe uns helfen kann. Ja, komm, ganz ehrlich, wir haben 9 und 47. Den Maul kann man alleine besiegen, ohne Hexe. Nee, ich nicht. Locker. Ja, ja. Du. Ich aber nicht. Ich mach, wie gesagt, 0,2 Schaden. Ich verstehe das gar nicht. Ach, endlich endlich eine Handmade Iron Axe. Gib sie her. Gib das Ding her, das Formular. Ich hab alles. Ich hab ein Silver Amulet plus 5, was ich natürlich ausrüste. Ich hab Iron Rest Power 5 und Plain Sword. Gib mir mal die ganzen Sachen für. Gib mir ja die ganzen Sachen für Warrior. Dann kann ich selbst entscheiden, weil du siehst ja, man sieht eigentlich gar nichts da dran. So. Hallo? Aufnehmen? Ah ja, da. Ja, hab ich aber.
Die habe ich gerade gekriegt, alle. Gegen die Monster. 4,8, hier. Das bringt's ja sicher dann extrem. Aber das Schwert ist geil, glaube ich. Iron Mace, ja, das Schwert ist ganz gut. Aber mein Schild ist halt noch kacke. Super, danke, das Schwert bringt's wahrscheinlich schon. Oh, das davon. Hier vorne sind ein Haufen Drafts. Kommst du zurück? Ja, du, ich hab ein Disconnect. Ja, alles rennt bei mir in irgendwelche Richtungen auseinander. Ich kannte dich nicht, ich konnte dir nicht helfen. Ja, ich mach wirklich mehr Schaden. Hey, schön. Obwohl das Schwert nur 4,8 besser hat als, obwohl 0,8 besser hat als mein altes. Da ist ein Dorf hinter dir. Ja, aber ich muss gerade trinken. Dadurch, dass es leckt, kann ich nicht sehen, wo er ist. Oh, ist sogar ein Rope. Wenn du Glück hast, dann wird er dir was droppen. Nein. Schade. Davon sind mal Dwarfs hier hinten hinter der Sandbühne. Das ist ein Rockling. Ein Rockling ist ziemlich scheiß schwer zu besiegen, weil er die ganze Zeit scheiß Attack macht. Ich versuch mal das. Ah, scheiße! Bist du denn. Wo bist du denn? Ich mach den Rockling. Wie kommst du denn darauf? Rocklings. Ich hab schon mehrere Rocklings besiegt. Ah, gut, du bist da wahrscheinlich ein bisschen besser als ich, aber ich könnte niemals mit meinem Charakter jetzt einen Rockling angreifen. Stattdessen versuche ich es mit einer Gruppe von 3 Zwergen. Ich bin mutig geworden. Oh ja, ich hab ein bisschen. Und wie viel XP hat's gebracht? 4 oder so, glaube ich. 1. Au. Ja, geil! Ich sterbe nur noch. Was ist denn da? Wo sind die denn? Da unten in der Ecke, in dieser kleinen Furzfalte da. Ach, okay, die kann ich auch besiegen. Ja, bleib also doch mal, lass mir doch mal die XP auch. Ich krieg keine XP dadurch, ich krieg überhaupt keine Sachen und was weiß ich was. Ich hab 2 von ihnen, kann ich besiegen. So, okay. Ja, zu zweit. Ich zieh mein Leben echt an, ich hau einfach auf, ohne auf mein Leben zu achten. Ja, ich hab kann mein Leben gar nicht so schnell beobachten. Ein XP zum nächsten Level. Okay, mir fehlen noch 19. Lass mal in die Höhle oben gehen, da sind sicher Bats drin. Heißt da, ja, da ist ein Bett hier, da hast du dein XP schon. Heißt, du hast ein einfaches Level und ich hab meine einfache Ruhe. Wo ist die Bett hin? Boah, dieser Leck. Das war kein Leck, der ist einfach nach oben geflogen. Ach so, okay. Yay! Yeah, Level up. Und die. Was macht der Iron da drin? Ich hab keine Ahnung. Was macht es da drin? Der Iron vor allem. Der Iron, das Iron. Mit dem Zwerg könnte man jetzt hier übrigens durchkommen, da oben. Was soll ich machen? Ich möchte Sneak. Na, ich komm da nicht durch. Sneak ist eine Scheißfähigkeit, die nichts bringt, aber du brauchst sie für die nächste Fähigkeit. Und die ist ziemlich OP. Wenn man sie denn mal hat. Okay, dann gucke ich sie mir gleich an. Na, lass mich durch. Nicht einsetzen. Ich komm da nicht durch, schade. Ach, wo bist du denn? Du bist schon weitergelaufen. Ich hab mich versucht, durch die Lücken hier zu quetschen. Ach so, ich hab Sneak eingesetzt. Na toll. Sneak kannst du nur abbrechen, indem du rumprügelst. Nee, ja. Oh, du hast da was gezogen. Okay. Ja, hier, der kleine Popelmann. Ach so, hinter mir. Au! Ich bin down. Au! Aber ich krieg wenigstens. Ich krieg den Zwerg als Dingensens dafür. Oh, mein Leben! Wieso kriege ich manchmal einfach so 100 Millionen Schaden rein auf einmal? Und jetzt ist er auch noch ein Rockling. Ja, heiß. Macht doch, was ihr wollt. Könnt mich alle mal. Boah, wie ich den Zwerg einfach keinen Schaden mache, obwohl ich ihm 100 Schaden angeblich mache. Nein. Go. Eisen. Oh. Hey, da ist noch ein Rockling angekommen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Boah, dieser verdammte Scheiß! So, jetzt kriegen wir ihn endlich. Siehst du das, wie ich einfach 5 Jahre drauf haue und ich mache keinen Schaden? Ja, ich mache ziemlich viel Schaden, aber dafür bin ich ziemlich schnell down. So, hooray, 2 XP. Wow. Krass. Oh, ich habe irgendwas gekriegt. Iron Fists, die sind zwar für dich, aber bringen nicht sonderlich viel. Ich steig mal gerade eben auf 2 Schwerter um. Vielleicht bringt das dann mehr. Aber es bringt nur 2 Schaden mehr rein, theoretisch. Und ich kann ihn mehr blocken. Ich habe natürlich auch noch das dazu. Die Bow gekriegt. Okay, gut. Ich trinke mal gerade kurz. Ich esse mal gerade kurz einen Mushroom Fist. Ich esse mal gerade kurz Mushroom Fist, genau. Mushroom Spit. Mushroom Fist, auch nicht schlecht.
Nie gehört schon, aber egal. Da hinten ist noch irgendwas zum Fletten. Lassen wir hier versuchen, die ganzen Dinger umzuklatschen. Einfach damit wir hier vorne. Da, ah, scheiße. Ich mache immer noch keinen Schaden. Aber ich glaube, das ist Lag vor allem, dass ich keinen Schaden mache. Ach, ich kann. Hä? Ich kann sogar mit zwei Schwertern blocken. Krass. Oh, hier sind gleich zwei Warrior bei. Heißt, wir könnten Glück haben und irgendwas für mich finden. Also ich könnte Glück haben. Trefft ihr irgendwie nicht? Kann es sein, dass man diesen. Dass man seinen Special Move schon nicht mehr trifft, sobald man nur eine Stufe über denen ist? Oh, das war für. Ah, der Ranger hat was gedroppt. Ja, ich weiß, das war für Warrior, glaube ich. Für Ranger natürlich. Nee, Ranger. Okay, gut. Gehen wir mal zum Canyon jetzt wirklich. Oder wie viel Erfahrung brauchst du noch? Wir sind im Canyon bereits. Nur so zur Info. Ja, da ist der Endboss. Nee, da ist nicht der Endboss. Da ist ein Freund von uns im Camp. Wow. Das ist der Endboss. Bist du. Ja. Das sieht man auf der Karte sogar. Das ist der kleine Schädel. Hier, lass mir doch mal die Sachen killen. Ich habe nämlich immer noch 8 XP bis zum Dingensen Leveln. Du bist voll der Ego-Player. Du achtest gar nicht auf mich. Ja. Oh. Kannst du bitte nicht alles pullen? Nicht alles pullen! Wieso pullst du auch alles? Ich habe nur eine Sache gepullt. Ja, ich habe versucht, eine Sache zu pullen, aber du pullst natürlich eine Dreiergruppe. Scheiße. Wo? Da bist du. Yay, hurra. Haben wir gerade unsere. Ich glaube, wir haben gerade unsere Bunny sterben lassen. Oh yeah. Und noch ein Dwarf. Yay, der ist ein Rogue, heißt, der könnte ein Schwert. Der hat ein Schwert für dich gedroppt. Hier liegt ein Schwert für dich. Egal. Ja, aber geh jetzt auf den Raccoon. Auf den Raccoon. Oh. Ja, der ist dein Level gewesen. Der war nicht rot oder so. Da vorne ist eine riesige Gruppe von Viechern und total viele Raccoons. Oh, gib mir mal mein Schwert. Kann ich nicht, da kommt ein Biter. Da kommt ein Biter. Lass mal nicht zu weit runtergehen, deswegen da unten sind noch Dwarfs. Dwarfs. Ja, gib mir mal mein Schwert. Ja, wenn du ein bisschen weiter hochkommst. Ich guck mal. Es Achtung, ist. Achtung, Biter, 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 Arbeiter. Komisch, ich mach wirklich. Mit meinem Special Move mache ich zwar 122 Schaden, was mehr sein sollte, als das ganze Ding an Leben hat. Aber trotzdem ziehe ich dem irgendwie nur so einen Punkt Leben ab. Naja. Oder es laggt einfach so sehr, dass, okay. dass ich das nicht sehe. Wie viel Erfahrung noch? Vier. Da vorne ist noch ein einzelner Dorf. Okay, dann. Du solltest nicht immer Gruppen pullen, deswegen war das wirklich schwer. Oh mein Gott, wie stark ist mein Schwert? Ach nee, ich hab. Hier ist eine Gruppe. Nee, nein, keine Gruppen! Mann, Junge! Aber Gruppen sind relativ gut. Ja, für dich vielleicht oder sonst irgendwas. Aber ich werde sofort geplättet und du normalerweise eigentlich auch. Hier vorne ist noch ein Dreier, aber ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Was? Wir schaffen keinen Dreier? Das ist ja unglaublich. Ja. Nee, du nicht. Raccoon. Ich schaff ihn auf hier ist ein Raccoon. Fall. Einzelner Raccoon. Ja, aber der macht nicht. Der macht ihn nicht platt. Der ist blau. Der macht ja, auch der kaum macht nicht Schaden. Viel Schaden. Der macht weder Schaden noch hat er Leben. Die sind blau. Die anderen Raccoons, die sind scheiße. Nein, doch nicht alle! Och, Junge! Die sind aber leicht. Ja, aber immer nicht alle pullen, deswegen, weil man kann doch wirklich eins nach dem anderen machen. Da sind die ja zwei. Und weiter und weiß ich was für ein Gesocks noch. Na, jetzt. Juhu. Oh ja. Ich muss auch kurz leveln. Ich denke, du bist Level up, oder? Ja. Ja. So. Cyclone. Juhu, ich kann jetzt rumwirbeln. Guck mal. So. Juhu. Yeah. Toll! Ich kann jetzt das machen. Wuhu. Ja, das ist total toll. Vor allem latsch mal ein bisschen durch die Gegend. Das sieht richtig gut aus, wie du da so auf den Zehenspitzen die Gegend trippelst. Und du musst mal stehen bleiben, weil dann bist du langsam unsichtbar. Ja. Und er ist. Das dauert noch ziemlich lange. Ja, ich weiß. Aber man sieht außerdem, schon. Aber durch. Ich lade meine MP auf. Ja, ja, genau. Das ist der einzige Sinn davon auch. Derzeit hat es keinen anderen Sinn. So, du bist jetzt vollkommen unsichtbar. Aber sobald du dich irgendwie bewegst, bist du sofort nicht mehr sichtbar. Sofort sichtbar, meine ich. So, greif mal die Dwarfs an. Okay. Na, okay, ich mache jetzt meine Fähigkeit. Hallo, Fähigkeit. Ach nee, die ist noch nicht aufgeladen. Ja, geil. Wo bist du denn? Hier bei den beiden Dwarfs.
Naja, egal. Ach so. Was bringst du da mit? Wieso? Wieso, nichts. Verdammt? Mach ich keinen Schaden?